Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange 2. Ich bin wieder sehr gehypt, dieses Spiel zu spielen, weil, jetzt kommt halt das Ding, es kommt bald, wurde gesagt, im Oktober, Life is Strange, den nächsten Teil mit Max Caulfield? Heißt sie so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt da halt der Teil auch bald raus, deswegen möchte ich umso schnell wie möglich halt Life is Strange 2 und True Colors gerne bringen. Und ja, jetzt sind wir halt noch am Anfang, glaube ich, bei der dritten Episode, glaube ich. Es gibt, glaube ich, fünf. Ich weiß nicht ganz genau, muss nachher nochmal gucken. Ja, dann werden wir mal weiter fortsetzen. Kleine Triggerwarnung. Das Spiel ist ja, glaube ich, ab 16 oder 18, weiß ich jetzt nicht. Okay, kann wahrscheinlich sein, dass da vorne ein bisschen Musik gelaufen hat. Ich gucke nochmal ganz kurz. Weil ich habe es ja ausgeschaltet. Oh, nee, nee, nee. So, machen wir mal so. Und machen wir mal wieder an. So, ich gucke mir erstmal die ganzen Sachen an. Guess he doesn't care about it anymore. Karens Brief. Oh, schön. Daniel keeps reading it. Again and again. I Ich habe told die. him not to kill Oh, anyone. Junge, ja. He won't listen. Mach doch keine Pause beim Reden. Ich habe die Na Neuigkeiten aus Seattle gehört. Ich bin untröstlich. Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht, aber ich weiß, dass Sean und Daniel unschuldig sind. Ihr seid die einzige Familie, die ihr noch habt. Also bitte hilft den Jungs, falls sie zu euch kommen. Ihr könnt mich unter dieser Adresse erreichen. Es ist ein Schließfach, das ich manchmal benutze. Ich weiß, ihr schuldet mir nichts, aber ich flehe euch an. Bitte helft meinen Söhnen, wenn ihr könnt. Ich nenne sie Caitlin. Karen ist irgendwie so. Another month, and we'll be hooked up for Mexico. Ja, Another month, lol. and we'll be hooked up for Mexico. 1000, oh mein Gott, das ist wahrscheinlich von den Großeltern oder so gewesen. We used to have big rooms. Now all our stuff fits in a bag. Hab nochmal versucht, Daniel zu zeichnen, aber ich bin jetzt nicht mehr cool. Wow, warum ist er nicht mehr cool? Man Brody würde es hier verflucht nochmal lieben. Er würde sich hier vermutlich anschließen. Ach so, der Brief, den er uns gedingst hat. Wie zum Teufel habe ich es geschafft, dass Nonny verliert. Vielleicht kommen die noch zur Dings hier, kann ja auch sein. Man, Beaver Creek feels so far away. Oh, er ist Multitasking fähig. Oh mein Gott, ich liebe das. Oh, hier, eine koreanische Band, aespa, hat halt auch so einen CD-Player herausgebracht. Und ich versuche den irgendwie zu bekommen, obwohl er eigentlich echt voll teuer ist, aber ich brauche sowas. Das ist so geil. Komisch, dass er das noch hat. Dämonenblondine. Warum hat er die noch? Bah. Wie lange ist jetzt vergangen? Still can't believe we ran into the guys again.
Ja. Talk Ach about so. fucking fate. Ah, da zeigt er die Geschichte, wie die sich getroffen haben oder so war das, ne? Dass die vom Zug gesprungen, dass er vom Zug gesprungen ist und dann haben sie ihn getroffen oder so und dann haben die sich angeschlossen, den anderen und so. Und ja, dann ist halt das weiter passiert, ne? Ist auch cool. Okay. Yep, I'm a real man now. Kinda. Ah, so, das habe ich gar nicht erkannt. Ja, gibt's hier noch irgendwas da oben? Nö, ne? Geht, verlassen. Oh, ich liebe ja Campen. Jo, Hey, was geht ab? Bedhead. Had a good sleep? Oh, hi, yeah, I did. Thanks. Nice. Okay, I better hit the shower before they use all the water. Right. See you around. Ui, Hey, ui, Sean. Breakfast time. so lange sind wir schon da? Okay. Ja, ich möchte mich hier noch ein bisschen umgucken, wenn es geht, vielleicht. ich hoffe, das war mal mit E, was ich nochmal denn machen kann mit Daniel. That girl is even more of a Diese sleepyhead spezielle than I Sachen am. halt. Okay. Gotta have backup signs. Jeez. She's way messier than me. It's hard to believe. Immerhin ist es bei uns Pfand, ne? Bei denen nicht, I do leider. love these trees. Ancient and majestic. Also bei uns würde es gar nicht unordentlich, wenn denn sein. Bei uns würde das, wenn denn schon. So 52 Cent würden das schon sein. So. It's Oh, a jetzt wieder ein mystery how Vieh. Finn can be so messy and strong at the same time. Untersuchen. Okay, kann ich mal machen. Bücher, was hat er denn hier? Always bought him reading in the morning. Like he isn't cool enough already. Natürlich. I thought I liked weed, but this guy's on a whole Ach nother level. so. Oh Gott. Ich habe mich schon gefragt, was die Zacken da bedeuten. Glad somebody's getting some action. Weird to see him younger. Finn looks so innocent. Ich weiß jetzt nicht genau, wer Finn ist. Finn told me a bit more about train hopping. His map is like his Bible. Okay. Can't tag a train without paint. Ein Brief, oh Gott. Glad to see somebody has Finn's back. Pause, ihr könnt Pause drücken, ich will das nicht vorlesen. Okay. Perfekt, alles klar. Ciao. Ich möchte fertig werden hier. Alles klar. War toll. Unser Zelt. Da können wir nochmal reingehen oder was? Ja, wir können nochmal untersuchen, aber da brauche ich jetzt auch nichts mehr weiter gucken. Ich möchte jetzt irgendwie ungerne hin. Ich kann mich da wahrscheinlich hinsetzen, ne? Hinsetzen und zeichnen. Ja, lass mal machen. Ich möchte halt nichts verpassen. Irgendwas, was das halt vielleicht eher angeht oder so. No, willst du gezeichnet werden? Cool. I think I'm ready to draw this. Time to take the pen, dude. I didn't memorize what I'm drawing. I need to take a look. Okay, got it. Oh, ich würde auch gerne so malen.
Wer nervt? Pretty good. But I can add more details if I want. Ja. Sieht doch schon mal gut aus. I need to observe more before I can actually draw. Gut, perfekt. Das in nur 3 Minuten. Krass ist das, okay. So, Penny's Zelt. I'm not quite sure who Penny is. Vielleicht die da hinten, die Blonde? Vielleicht ist das hier Penny da hinten, aber... Hannah's so private about her life. Plus, she probably hates my guts. Oh, warum das denn? Ah, das Jacob. Jacob's Zelt, okay. The sun has saved us. Wer sind die? Coffee time, Sean. Man, grass, I'm gonna sit your ass down. Ja, schon klar, aber ich wollte nur mal gucken, wer ihr seid. Is it the guys at Top Gear? Wish I did. Interesting. Oh, cool. Das ist cool. Dass man so Wasser bekommt. Ja, okay. Nice to get fresh free water. Aber auch erstmal drin kochen, ne? What's up, Jake? Hey, Sean. Not much. What do you got going on there? This is a birthday card for my little sister. Don't laugh. Aw, that's cute. How old is she? She's 9 years old now. Like Daniel. Do you miss her? I probably miss her the most. I'm kind of jealous you get to hang out with your brother all the time. But I bet it's hard to be his brother and father figure. That's my job now. Full-time Daniel Wrangler. He's really lucky to have you. Hey, since you're such a pro big bro, what's a good way to end this letter? Goodbye sounds a bit lame, right? Thinking of you? I do think a lot about her. I'm sure she does too. I don't know. I'm afraid Sarah's a bit mad at me for leaving her. Anyway, thanks for your help, Sean. I gotta finish this before I get ready for work. Don't want to be late or Big Joe will eat me for lunch. You and me both. See you later, Jake. Sean, thanks again, man. Ja, alles gut. Jake's stuff is always so tidy and neat. Just like him. Wenigstens einer, der hier sauber ist. Eieiei. Warum kann ich hier lang gehen? Wieso ist das so? Ist das so, dass ich denn nicht mit ihm reden muss? Oder wie ist das? Oh, ich muss niesen. Hui. Oh, lecker. Weird, we didn't see any bears. With all that trash lying around. Ja, die hätten denn sofort das da abgeknabbert, sag ich mal so. Most of them are into fancy hippie food and fast food junk. Klar. So, dann werde ich mir mal eingießen und trinken. What? You hear that? I heard nothing, Penny. Maybe it was the coffee brewing. Never mind. You can't hear? Only me. I don't understand. Why? How you miss all those insects? How the fuck? The swarm is coming. Okay. You mean bugs? I haven't seen many flying bugs.
Not in the winter, at least. Sean. Sean. Narcs, stealth drones, all that shit. Wake up, boy. Look up. You saw them? When? How? Because Vision and Sean, they watching us now. That would be shit for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. So, then, where's your next pit stop? We want to see all the cowboys in Austin. And we spent too much money so far. Traveling is expensive. Depends how you travel. I mean, look at us. Kush, yeah. But not when they legalize that shit. Then you can work legal on the farm, right? Not if the government steps in. Then the pigs, pill pushers, all bad. It's legal in Washington, and it's worked out okay. It's gonna be legal everywhere. Soon, anyway. Legal but controlled. By who? The bitches who made it against the law. Yay, freedom. I don't know. Things have to change. Oh, did anybody see Daniel? I haven't seen him this morning. I saw him walking with Finn. They were headed to the lake. Thanks, Ingrid. I better see what he's up to. Tell him no swimming. That lake is toxic, man. Nasty. Ja, natürlich. Okay, danke schön. So. I keep thinking haben wir immer noch? Because we welcome to Cafe Diaz. Where from again? Try my Sweden. Special Malaga. Morning brew. You wouldn't. Nice. I like that gourmet shit. You wouldn't hear about it. Okay, dann mach ich mal den Kaffee nochmal. Yep. I'm up for some heavy barrel lifting tonight. Yay. Yay. Yeah. Been working for 3 years. Water's kind of rare around here. Everything goes into the plantations. Oh, yeah. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Okay, ja, okay, wegen der Waschmaschine. Kaffeemaschine. We shower like once or twice a week. Gives us more time to chill. Right? Natürlich. Toiletten. Oh mein Gott, ja. Large and humble. Okay, zum Glück ist es bei uns halt nicht so, würde ich mal sagen. Poster, was haben wir hier? Rachel M. So many missing persons around here. Creepy. Das ist schon krass. We went swimming there a couple of times. Fucking cold. But fucking awesome. Ja, natürlich. Aber wenn doch jetzt halt Sommer bald ist, dann ist doch wieder ganz gut, oder nicht? Ihr seid jetzt 2 Monate. Es muss dann jetzt auf jeden Fall jetzt Februar sein. Look straight. What the fuck, man? You're awesome. Come on, once again. Yes, I'm the man. Holy shit! That was dope! What's up, guys? Morning target practice? 6 bullseyes in a row. Kid is a fucking ninja! Hey, we didn't want to wake your sleepy ass up. Yeah, thank you for that. You okay, Daniel? Hey. Seriously, I've never seen anyone throw like that. Wow. Finn trained you well. 6 bullseyes, dude. Yeah, I got better. Lucky. You can't throw a baseball without hitting me in the nuts. How did you learn to aim so good? Practice. Yeah, right. Hey, wow. What's up with you two? I should have let you know, but I'm watching him like a hawk. Seriously, much respect. He's like my own blood. And not that I'm as hot or cool as his big bro. Yo, Sean, idea. I want to see if Daniel inherited the family blade skills from you. How about a little demo? He can't do it. Come on, let's give the man a chance. Okay. Yeah. I'll take a shot. Muss ich jetzt was machen?
Oh Gott, ich muss was machen. Was zum... Hallo, mach doch. Ja, damn. Geht doch. Right between the fucking eyes. Damn. Oh, did you guys escape from some circus? That was just luck. Seriously, that shit was off the chain. One Noch time mal. Is luck. Second time is skill. So let's see. Oh mein Gott, wie habe ich das denn bitte schon nochmal gemacht? Weiß ich eigentlich gar nicht, verdammt nochmal. Oh. Oh, fuck that. Missed. See, I rule. Sorry, Sean. You're not a ninja. But you're still cool. Just ask your brother for help next time. Yeah. What would I do without him? Hey, don't look at me. It's not my fault if you can't throw. Woo! After that workout, I need some more fucking Java. Wait! Don't go yet! It's all good, Daniel. We can practice later. If it's cool with... Big brother. Love you, man.